Guten Morgen. Guten Mittag. Wir haben unser Kind dabei hinten. Wir müssen Auto abholen und zwar von Achsvermessung. Der ist jetzt bei der Achsvermessung gewesen, weil ein Kundenfahrzeug Fahrwerk verbaut wurde von KW. Ansaugen von Aventuri. Mein Junge, kannst du dich mal anschnallen bitte? Gleich gibt es Wasser an der Nacken. Und noch Wasser? Und eine Abgasanlage. Abgasanlage. Alter. Zum Thema RS3. Wir oder beziehungsweise sehr viele Leute haben uns gefragt, wie sich dann die RS3-Anlage mit OPF unter Last anhört. Ne? Genau. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Genau. Und zwar werden wir jetzt gleich mit Leon den RS3 fahren und der Bur hinten, der fährt mit dem RS6 wieder zurück. Jetzt haben wir das Baby wieder vom Stefan. Das ist der Stefan und Lisa, die sind ja von Salzburg gekommen. Ja, Salzburg sind sie hergekommen und wollten das Ganze bei uns umgebaut haben. Wir haben das Fahrzeug, bei uns lohnt sich das nicht, dass wir jetzt eigene Achsvermessung haben. Deswegen bringen wir es immer zum Reifen Püschinger. Wir bezahlen auch keine Werbung. Wir machen nur Werbung, weil sie es gut machen. Die haben so Hightech-Sachen da und die machen die Vermessung eigentlich am besten. Gell? Ja. Für uns immer, ja, immer mega zuverlässig auch. So, vor allem auch für tiefe Autos. Das genau, für tiefe Autos vor allem. Ne? Das war uns auch wichtig und deswegen lohnt sich das bei uns auch nicht. Weil wir machen sie wirklich nur im Fahrwerk, wenn wir ein Fahrwerk eingebaut haben. So, jetzt fahren wir aber mal. Jetzt hören wir uns das Ding mal an. Wie gesagt, das ist Auto von Stefan und Lisa aus Salzburg. Die haben mal irgendwann mal was von uns gehört und da wollten die unbedingt die Abgasanlage, weil es ist ein Ende 19, Anfang 20er Auto mit OPF. Und hat schon viel Carbon da reingemacht, ne? Hier. Und hier die Pedals. Und in Verbindung mit der Auspuffanlage haben die uns natürlich auch gleich wegen dem Fahrwerk gefragt und eine Ansaugung von Aventuri verbaut. Die Abgasanlage, die kennt ihr ja noch vom Blauen. Genau. Aber ihr wolltet ja auch mal hören, wie er unter Last, jetzt Innenraum hört man wahrscheinlich nicht so viel, bisschen. Aber wird schon ein Unterschied sein zu Original. Wen aber Original nicht, ist man nicht gefahren bzw. nicht gefilmt. Aber jeder weiß eigentlich, der ein OPF-Auto hat, ein RS3 hat, wie der sich eigentlich anhört. Ach so, übrigens, also Fahrwerke generell bei uns immer. Wir arbeiten ja mit H&R und KW zusammen. Was wir halt nicht machen, weil da oftmals die Frage kommt, ne? Ob wir Fahrwerke einbauen. Die jetzt der Kunde mitbringt. Ja, machen wir aus bestimmten Gründen nicht. Weil, nehmen wir an, der bringt jetzt irgendein Fahrwerk, nur ein Beispiel jetzt. Er bringt irgendein Fahrwerk, egal was für eine Marke. Wir bauen es ein. Nach einem halben Jahr bricht die Feder oder Stoßdämpfer kaputt. Irgendwas ist fertig. Dann müsste der Kunde ja zu uns kommen. Nee, müsste er nicht. Er kommt aber zu uns, beziehungsweise er meldet und sagt es uns, dass da was kaputt ist. Dann sagen wir, ja, da wo du dein Fahrwerk gekauft hast, da musst du hingehen. Das heißt, er muss sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, kriegt sein Ersatzteil vielleicht gleich, muss dann aber bei uns dann wieder alles einbauen oder umbauen, wieder zurückbauen oder was auch immer. Das würde ihn aber extra Geld kosten, weil wir nur einen Einbau gemacht haben. Und am Einbau lag es ja nicht. Deshalb sagen wir immer, kauft das Fahrwerk, jetzt nicht nur bei uns, sondern allgemein, kauft das Fahrwerk da, wo du es auch eingebaut kriegst, weil wenn du dann ein Problem mit dem Fahrwerk hast, ist es so, dass du dann nur noch hingehen musst, sagen, hier, bitteschön. Und wir als Händler müssen es dann die Kosten tragen vom Umbau. Also im Endeffekt ist es ja für den Kunden genau besser. Alles andere, weißt du, sonst kann es ja auch heißen, vom Fahrwerkhersteller, nee, Einbau war scheiße, Beispiel. Ja, dann hast du einen riesen Stress und bis überhaupt mal irgendwas passiert, musst und du hast die Arschkarte und stehst dumm da. Genau. Dir wird nicht geholfen. Ja. Deswegen ist es generell interessant, wenn ihr ein Fahrwerk einbauen lässt, immer da, wo ihr ein Fahrwerk kauft, auch einbauen zu lassen. Und gleich auch natürlich Fahrwerkabstimmung, was haben wir gerade gemacht? Achsvermessung. Alles in einem Zug, dann ist immer alles entspannt. Ohne Scherz. Ist ja, viele denken auch, sie sparen halt Geld, wenn sie das Fahrwerk irgendwo online kaufen. Also klar, nichts gegen online kaufen, aber du sparst halt 30 Euro beim Online-Kauf und dann hast du halt das Problem, jemanden zu Probleme finden. Ja. Ist ja genauso wie beim Reifen. Online Reifen kaufen ist genauso, oder was denkt ihr? Habt ihr damit positive oder negative Erfahrungen gemacht? Irgendwas woanders gekauft, jetzt Beispiel typisches Reifen. Ja.
Ja? Kauft er dann einen Reifen 5 Euro billiger, zahlt bei der Montage vielleicht eventuell mehr, ja, weil Fremdreifen ist. Und wenn du eine Panne hast, sagt der Händler, ich habe dir den nur montiert. Ja, dann musst du da hingehen, wo du den Reifen gekauft hast. Das heißt, du müsstest jetzt irgendwie den Reifen wieder zurückschicken. Das wird begutachtet, gemacht, getan. Aber wenn man das bei uns oder bei irgendeinem Reifenhändler die Sachen kauft, dann ist klar, dass der Händler da gerade stehen muss und der dir für dich eine Lösung findet. Ja. So, was sagt ihr dazu? Weil das mit dem Online wird früher oder später immer weiter zurückgehen. Ja. Was mit Dienstleistungen hinterher zu tun hat. Jetzt, ich rede jetzt hier nicht von einem Pulli oder sowas, ne? Ja. Oder T-Shirt oder so, sondern ich rede, wenn da hinterher noch eine Dienstleistung ran muss, dann ist es blöd. Jetzt hören wir uns dann mal gleich an und wir stellen euch auch mal Pärchen vor, die sind ja seit gestern da. Aber richtig coole Socken. Gestern Abend, wie lange waren wir zusammen? Bis 11? Wir kennen die nicht. Also wir haben sie jetzt erst kennengelernt. Aber das ist ja das, was cool ist. Voll die coolen Socken. Macht, ja, dann macht das auch Spaß. Hol- und Bringservice gab es auch. Wieso folgt uns der Dani? Weiß nicht. Können wir hier drin hocken? Der Checker. Hey, der Babbo! Warum fährst du uns hinterher? Posten, ne? Jetzt mal Fenster auf. Und jetzt ist er gegangen. Aha. Schon geil. Jetzt. Da war ja nichts vorher. Ne? Lauf auch mal schon. Ist ja geil, ein RS3. Braucht man nicht sagen. Wir haben uns, glaube ich, zu früh verkauft. Bisschen vielleicht, ja. Hm? Aber ich habe jetzt noch eine E-Mail bekommen von jemandem, der ihn jetzt wieder gekauft hat. Echt? Der ist verkauft worden? Ja. Der ging in die Schweiz. Der ist in die Schweiz und der ist in der Schweiz weiterverkauft worden. Okay. Und die haben geschrieben, dass sie nochmal mega zufrieden sind und dann gesagt, dass es echt ein geiles Auto ist. Ja, da war ja alles gemacht. Aber Leistung. Leistung, gerade Optik mit dem Weitbau, Breitbau. War schon fett. Ja, kann man ja hier nochmal einen kleinen Vergleich machen. Da stehen sie schon. Da stehen sie schon. Vor allem die Tiefe ist jetzt die eingetragene Tiefe auch für Österreich. Ja. Also die schon cool, TÜV-Höhe, ne? So, jetzt hören wir uns mal von außen nochmal an. Genau. Ja, wir können ja außen nochmal rumgehen, die Details zeigen. Besser, wenn du ihn jetzt nochmal anhörst von hinten. Ja, ich steige ja schon aus. Entschuldigung, dass ich mit dir rede. Servus. Hi. Das ist die Lisa. Hi. Hi. Also, mir kommt schon vor, als würde ich die seit 3 Jahren kennen. Gut, wir haben jetzt auch seit gestern früh seid ihr da, ne? Ja. Viel Zeit verbracht. Ja, viel Zeit verbracht, wir haben viel gelacht. Guck mal, der Spanner. Jetzt geht er gerade durch. Da nie wieder. Und? Perfekt. Super. So soll es gehen. Ja. Wir haben die Lisa ein bisschen geärgert gestern. Bisschen. Bisschen. Nee, echt mega, mega netter Jungs. Okay, ciao. Mein Lockscher. Ist okay, es wird Zeit. Wir reden das Thema Corona seit gestern, diskutieren immer wieder, weil immer wieder was Neues passiert in den Nachrichten. Gerade was Österreich betrifft. Ja. Ihr kommt wieder zurück. Wir kommen nach Hause. Aber was ist jetzt zu? Die Grenze ist zu oder nicht zu? Die Grenzen bleiben offen. Aber ortstechnisch ist jetzt stark eingeschränkt. Eingeschränkt, arbeitstechnisch alles platt. Also habt ihr jetzt frei? Sie, ja, ich nicht. Wahrscheinlich. Wieso musst du arbeiten? Weil ich von daheim aus nicht arbeiten kann. Ah, okay. Besser. Kein Urlaub.
Was sagt ihr jetzt optisch und zum ist perfekt, Mann. Vom Sound her? Ganz was anderes. Kann man gegen vorher nicht vergleichen. Ja, vor allem, er sieht jetzt auch schon satt aus, ne? Wir bräuchten es eigentlich nur noch schöne Felgen. Ja. Aber Finanzberaterin sagt nächstes Jahr. Genau. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen rum. Wie gesagt, die Abgasanlage, hast du die schon eingeblendet? Oder die haben wir schon. Nee, kommt jetzt eigentlich. Okay. In verschiedenen Varianten, einmal die ovale oder Carbon-Endrohre. Ja. Er wollte jetzt ovale Original. Ist ja, da gehen die Meinungen schon auseinander mit dem Carbon. Wobei das neue Carbon mit diesen gefrästen sieht schon gut aus. Ne? Ist, ja. Gut, aber RS ist halt RS. Ne? Mhm. So, dann zeigen wir mal die anderen. Der Dani ist wieder da. Was hat denn schon wieder auszusehen? Nix. Hast Langeweile? Weil immer jeder an mir rumfummelt. So, Ansaugen ist drin. Ein Monsterteil, ne? Ist schon ein Riesenteil, ne? Mhm. Ach, der ist schon fest hier? Ja. Hast du festgemacht? Okay, das ist die Steuerung von der Abgasanlage. Ansaugen, also Ansauggeräusche merkst du auch beim Fahren jetzt, ne? Du musst eigentlich mal eine Runde hier um den Block. Ja. Mal, dass du mal eigene Erfahrungen hast. Okay. Fahren wir eine Runde, ich bin gespannt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Ja, das kannst du nicht vergleichen. Das ist der Wahnsinn. So wieder. Genau, einmal links und dann wieder links. Ich kann es gegen vorher nicht vergleichen, das ist... Ja. Vorher ist gar nichts rausgekommen bei dem Auspuff und jetzt ist... Ja. Ansauggeräusch ist brutal. Ansauggeräusch ist wirklich brutal, ja. Aber das Schöne ist halt, dass es noch nicht zu extrem ist, ne? Es ist nur im Rahmen, ja. Es hat anscheinend Klang, aber es ist nicht übertrieben. Ja. Krank. Also zufrieden, ja? Ja, total. Total. War ja zufrieden. Vorwerk muss ich mir erst Schweine dran. Wieso? Die hat da jetzt mal gegessen. Ja? Echt? Also ich finde es immer noch ziemlich angenehm. Das andere war extrem. Schwammig so wird's dann. Okay. Besser gegen das jetzt. Irgendwie macht es mir den Eindruck, dass deine Freundin glücklicher ist als du. Nee, gar nicht. Das gibt's nicht. Dann zeigt sie mir Emotionen. Das Einzige, wo ich traurig bin, ist, dass gestern geregnet hat und das Auto dreckig ist. Das ist das Einzige, wo ich traurig bin. Aber dürfen wir schon? Ist schon gut jetzt, oder? Das hast du nachträglich gemacht in der Mitte, Carbonteil? Ja. Das gibt's ja original nicht, ne? Nee, gibt's nicht mehr. Nicht mehr. Gab's es? Gab's ja. Beim Vorfelslift hat es gegeben. Hatten wir auch nicht, ne? Ja. Weil wir gespart haben vielleicht. Sieht schon ganz anders aus und lässt sich jetzt auch anders fahren. Also auch vom Geräuschkulisse her ist schon. Jetzt passt das alles zusammen. Ansaugung da mit dem Auspuff, das ist jetzt ganz was anderes. Gut, Ansaugen, ob man das jetzt unbedingt braucht. Brauchen sicher nicht, aber. Weiß jetzt nicht, ob der leistungsmäßig wirklich was bringt. Nur mit. Bisschen also soll bringen. Die ist schon gut, aber mit Software ist halt viel mehr Potenzial. Ja. Aber Software willst du ja noch nichts machen. Dabei noch nicht. Ja, der ist 1000 Kilometer. Oh, was hast du denn so für Kennzeichen, Alter? Die sind ja von der Größe her auch... Kriegst. Habe ich für da. Schicke da. Das hier? Schicke da. Bitte bestell doch mal, schick das zu. Das ist nur so... Jetzt pass auf. Wir haben ja letztens noch was gesagt, weißt du? Ja, genau. Was kostet das? Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Marke 14, ist. 14,99? Zwei Stück. Ja. Oder vier.
Nein, zwei. Vorne haben andere. Vorne haben die Twist and Fix. Gold, warte. Achso, jetzt ein Goldschrauben. Das wird schon passen. Hast du einen? Das Einschiebereich kann sich jetzt nicht mehr. Noch länger? Ging nicht? Ich kann sie nie verändern, weil ich war doch vorher nicht. Ich dachte, ich wollte noch was Kurzes präsentieren. Plate Holder. Ist das jetzt ein Product Placement? Also, ich finde die Dinger gut. Ich habe sie bezahlt, ist keine Werbung. Das, was ich letztens erwähnt habe, keine Werbung. Die habe ich voll bezahlt, ohne Rabatt. 19,90 Euro, knapp 20 Euro. Vorne und hinten. Vorne und hinten. Aber geil, pass auf, geil, geil, warum geil? Das sind jetzt vier Stück für 19 Euro. Du hast hier eine Auflage, damit dein Kennzeichen nicht keine Geräusche macht. Ne? Ja, ja. Hast du hier überall Gummi, Gummi, Gummi. Noch besser ist, zeige ich dir. Schau, ob ich das mal weg. Ja, ich hab bis jetzt nur die gekannt hinten. Vorher ich hab's ja auch nicht gekannt. Ich sag ja, ich wurde darauf hingewiesen oder mir wurde es gezeigt und ich habe sie dann für mich bestellt, um zu gucken, weil du brauchst ja sowas immer wieder. Ja. Geht's mit dem Windgeräusch? Ist schon windig, ja. Ja. So, du könntest jetzt hier eins machen, in der Mitte. Ja. Du kannst auch, wenn es vier Löcher hast, auch die benutzen. Ja. Du kannst auch diese breiteren Kennzeichen nehmen, die aus Carbon sind oder so zum Beispiel, und ja, die schmalen. Und das Coole ist, das ist schon irgendwie überbohrt worden, das Ganze. Und auf hinten, der, aber hinten auch Gummi, ne? Mhm. Also weißt du, hier hast du auch Gummi, das kann auch keine Geräusche machen. Jetzt mache ich das Ding ab. Ja. Kannst aber in Österreich bestellen, die zwei hinteren schenke ich dir jetzt. Verhandlungspreis ist Verhandlungspreis. Aber ich glaube, da warte mal, da waren ja auch Schrauben dabei, ne? Stimmt, die Schraube, die in die Versenkung geht. Packung hier wieder. Nuklo, aka Mr. Geduld. So, dann brauchst du das nicht mehr hier. Und die kannst du auch zurückbiegen. Also die kannst du eigentlich fast nicht kaputt machen. Eine mega überdachte Geschichte. Und deswegen auch einen großen Lob an den, ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Die Firma heißt Plate Holder. Aber wirklich, coole Geschichte. Kannst du auch vorne mit längeren Schrauben machen, gerade beim RS-Grill. Mhm. Da gibt es ja welche zum Einhaken. Die habe ich jetzt. Die hast du drin? Die habe ich schon. Die mit längeren Schrauben kannst du auch die machen. Ja. Und die hinteren schenke ich dir jetzt. Die anderen zwei brauche ich noch. Bei vorne habe ich ganz neiche. Ja. Da gibt es jetzt auch schon wieder was anderes, gell? Wo? 4D, was auch du eben erhocht hast. Du hast ja auch die Twist and Fix. Ja, zum einen genau. Jetzt gibt es. Jetzt schraubst du das rein. Ja. Und außen ist ein Magnet. Klippst du es noch mit. Ja, das ist auch cool. Okay, ist auch cool, ja. Weil dann kannst du das Kennzeichen nicht mehr drin lassen, ja, und nichts bricht. Meinst du, es kann abgegangen machen, ne? Ja, ist gebrochen, ja. Ja, durchs Ein- und Aussehen wird jetzt Plastik spröde und fällt ab. Ich habe mir jetzt auch nochmal, ich habe jetzt eben die Twister fix drinnen und jetzt habe ich mir die mit Magneten bestellt, weil das eben mit einem Rahmen geliefert wird, auch hinten fürs Kennzeichen und das klippst dann genau. Ist ja nicht schlecht. Dann genau wieder rein. Das ist ja auch nicht schlecht hier. Aber ich finde deshalb viel kompakter, vor allem Preis-Leistung für 19 Euro, vier Stück, also vorne und hinten. Ja. Mit Schrauben alles dabei. Sind die anders? Ja, ja. Österreichische, du hast das für deutsche Kennzeichen, stimmt's? Ja, ich hab das für deutsche Kennzeichen. Nee, das gibt bei uns nicht. Nee. Hör auf. So. Hab ich nicht gerade gesagt, dass die noch gleich sind? Die sind höher. Ja. Echt jetzt? Um einen Zentimeter. Ja, und die gehen jetzt hier nicht. Aber. Ich glaube, dass der vielleicht österreichische hat. Bestimmt. Ich weiß nicht, ich hab für deutsch, ganz normal. Bestimmt wird er für österreichische. Ich hab die dreimal falsch bestellt. Dreimal. Okay, dann gibt's vielleicht doch Varianten. Also es gibt zwei verschiedene. Werbung haben wir trotzdem gemacht. Ich zeige euch ja immer gern Sachen, was ich auch wirklich cool finde, ohne dass ich dafür einen Cent kriege. Ihr habt die sogar auch selber bezahlt. Nur zur Info, ich finde die Variante wirklich geschickt, vor allem sehr stabil. So, genug Werbung. Habt ihr noch was zu sagen? Nichts mehr. Danke. Danke. Super nette Firma. Ist so. Perfekt. Siehst du. Lag es jetzt an dir oder an mir? Weil die uns nett finden. Oder am Daniel? Ich glaube, das war Teamwork. Teamwork, genau. Gesamte Personal. Also in der Hinsicht, bis zum nächsten Mal. Ciao.